Orient war die. Und zwar, die musste man schon im ersten Schwierigkeitsgrad töten. So, wir befinden uns nach wie vor im Monsterlager. Ja. Okay, davor haben wir uns im Sumpf befunden und haben dort so ein, zwei Mal den Tod gefunden. Wir haben zwar vieles gesucht, aber den Tod gefunden. Ja. So einiges gesucht und nur den Tod gefunden. So schön. Okay, aber jetzt können wir hier ganz gemächlich uns auf diesen komischen Friedhof von Athen begeben. Auf die Begräbnisfelder. Und hier ist nämlich auch noch so eine kleine Krypta. Die würde ich dann auch reingeben, bevor jetzt hier der Tag wieder anbricht. Und unsere Lichtstrahlen wieder verschwendet werden. Oh ja. Kreaturen, so sterbe doch durch meine Hand. Aber ich finde schön, dass jetzt auch mal wieder eine Musik gespielt wird. Weil wenn man zu lange in einem Gebiet ist, so kommt es mir vor, die Musik spielt einmal und dann kommt kein Loop. Also dann wird sie nicht nochmal reingeknallt. Ich kann ja nochmal kurz in den Optionen gucken. In den Optionen, hallo? Ja. Aktionsfeld, Audio. Hm. Hm. Okay. Komisch. Komisch. Ganz, ganz komisch. Sehr mysteriös. Dabei habe ich schon häufiger ausgewählt gehabt, ja, dass hier häufiger Musik kommt als normal. Also man, die haben hier diese Funktion eingebaut gehabt, weil bei Hack and Slay ist es ja meist so Gang und Gäbe, ja, weil man spielt ja so ein Hack and Slay, um einfach nur zu zacken und zu morden, ja. Kreaturen zu zacken und zum zermorden. So. Und da hört man sich wahrscheinlich eher so Death Metal und sowas an, sowas Hardcore-mäßiges, so Speed Metal oder was man sonst noch dazu hören könnte, Techno oder pff, der Hund macht Laufen, keine Ahnung. Ja, dass man halt da ein bisschen schneller ist, so erst recht mit so einer extrem hohen Angriffsgeschwindigkeit, wie wir sie jetzt haben. Ja, und deswegen haben sie wahrscheinlich da diese Möglichkeiten eingebaut, von wegen hier Musik spielt niemals, dann braucht man das, dann braucht man da halt Musik, diese Spielmusik nicht oder Hintergrundmusik, wie sonst mal ist, nicht abdrehen. Dann braucht man da bloß Ja oder Nein reinknallen und dann halt, wie oft es gespielt wird, gar nicht oder sonst irgendwann. So. Ach ja. Ich sehe hier gar nichts. Boah, die Begräbnisfelder. Okay. Oh ja, hier sind ja noch ein paar. Pfui Teufel hier. Hier mit euren giftigen Blicken. Wäre natürlich cool, wenn der Bogenschütze so einen Elementarschuss hätte. So Naturscharen oder sowas, wo man dann nochmal so einen so Elementarschar nochmal so richtig schön rausknallt, dass sich das dann auch richtig lohnt hier mit diesen Snipern. Aber gibt's leider nicht. Es gibt bloß eine schöne Verbindung, und zwar Todesschlag kann man auch mit einem Bogen ausüben.
Und zwar ist Todesschlag nämlich eine, ein Move, den man im Gaunerbaum bekommt. Warte, ich zeige euch dann gleich. Wo man nochmal extrem viel Durchschlagschaden rausknallt. Aber das ist dann halt wirklich bloß ein Sniper-Shot, kann man echt so sagen. Und zwar hier haben wir ihn. Der hier. Todesschlag. Du kriegst dann nochmal plus 225 Schaden und plus 225 Durchschlagschaden durch einen einzelnen tödlichen Schlag. Das heißt, du könntest rein theoretisch einfach ein, also wenn du den upgradest, könntest du dann einen Schuss machen, einen Schuss setzen. Dafür ist das wahrscheinlich gedacht. Du könntest einen Schuss setzen. Und dann wieder wegrennen und dann wieder einen Schuss setzen und dann wieder wegrennen, wieder einen Schuss setzen und so den Gegner dann immer verheerenden Schaden zufügen. Aber das ist natürlich. Braucht man es? Dann würde ich ihn erst zerlöchern wollen, als dann immer mal wieder wegzurennen. Dann. So, da glaube ich, ist das hier effizienter. Denn ich glaube, so ein Take-In kann man eh schlecht mit einem einzelnen Schaden einfach Schuss wegsnipern. Das geht so ohne weiteres auch nicht. Und wäre natürlich cool, wenn dann dastehen würde, plus 5000 Durchschlagschaden, ja. Dann könnte man das sich echt nochmal überlegen. Aber das ist leider nicht gegeben. Also ich glaube, wenn man das dann gemaxt hat, dann ist man irgendwo bei 500% Durchschlagschaden. Und wenn man dann alleine nur 100 Durchschlagschaden macht, dann würde das... Ja, okay, das wären dann 5000 Damage. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Lebenspunkte so ein Talkin hat. Oder was Typhon an Lebenspunkten hat. Und ich gehe mal davon aus, dass der wesentlich mehr hat. Ich glaube mal so eine Million oder so muss er mindestens haben. Ja, also. Und wir kriegen ja alleine nur den Durchschlagschaden, wenn wir unsere Waffe angucken, haben wir ja nur 25% unseres Grundschadens ist Durchschlagschaden. So. Und den eigentlichen Durchschlagschaden, den wir jetzt immer durch unsere Prozente irgendwo erhöhen, der wird ja durch unser Projektil, unser geskilltes Projektil, unsere Fähigkeit freigesetzt. Also das heißt, unser Streuschuss an sich, was als Fähigkeit also angesehen wird, der macht uns eigentlich nur den Durchschlagschaden. Nicht unsere Waffe, unser Autoschlag leider. Und dadurch ist ja unser Durchschlagschaden dann nochmal gemindert. Also es würde sich dann halt einfach nur unsere Waffe, auf unsere Waffe sich denn dieser Durchschlagschaden berechnen. Und nicht das, was wir sonst so rausknallen. Und das ist halt die Problematik. Wieso ich dann auch diesen Move nicht skillen würde. Weil der halt einfach sehr schwach ist. Und halt nur auf ein Ziel zählt. Okay, jetzt hätte man ja sagen können, ja, aber hier bei der Hydra, da hätte ich das voll gebraucht und so. Ja, richtig. Bei der Hydra, da hätte ich was anderes gebrauchen können. Und zwar ein Beretta 90. Xerxos, der Verräter. Hallo, Xerxos, der Verräter. Faust des Tyrannen. Uiuiui, Faust des Tyrannen. Dunkler Kern, Donnerfaust. Erdbeben, ui, damit kannst du ein Erdbeben beschwören mit dem Ding. 60 Schaden plus 14% Blutungsschaden plus 20% Blitzschaden, 30 Lebenskraftschaden plus 16% Stärke. Okay, dafür brauchst du Inkarnation der Klinge von Tartaros und Donnerfaust sowie Dunkler Kern. Das sind zwei normale oder kleine Artefakte. Ach ja. Ich glaube, den dunklen Kern haben wir, aber die Donnerfaust nicht. Noch nicht mal als Rolle gefunden. So, jetzt.
Jetzt ist leider schon Tag und wir sind jetzt erst in diese Komoche reingelaufen, aber okay. Ich wollte eh bloß jetzt erst nochmal mit euch bis nach Athen gelangen, ja, und dann erstmal die Aufnahme, ja, pausieren. So, weil wir haben vieles erreicht, sind einige tausende Male gestorben. Ja, ich musste ja auch ein bisschen mein Death-Counter ein bisschen füttern, weil es wäre ja einfach wieder, dann hätte da wieder sagen können, ey, Meltas, du cheatest doch. Aber jetzt habe ich es euch bewiesen, ich bin auch nur sterblich. Achso, da ist noch einer. So. Hallo. Hallo. Also hier werden wir auch nichts Großes finden, nichts Atemberaubendes. Das kann ich euch schon mal versprechen, weil hier auch keine großen Gegner oder Bosse sein dürften. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass hier irgendwas Großes sein sollte. Hey! Geht doch. So, da haben wir noch einen göttlichen Gesundheitstrank. Das ist natürlich auch was Schönes und was Feines, aber halt nichts Atemberaubendes. So. Für die nächste Aufnahme würde ich nämlich dann sagen, dass wir dann halt durch Athen durchwandern, dann nach Knossos gelangen und dann in Knossos dann an den Taekin bezwingen. Sowie den minorischen Minotauren. Oh, ich nehme es zurück. Wir finden da gleich was. Und zwar eine Eiskeule oder sowas. Oder eine Eisaxt. Das sieht man sehr deutlich bei diesem Skelett, was uns gleich entgegenkommen wird. Hallo? Da. Eine Frostaxt oder so. Ich glaube, ich schätze, ich würde sagen blau. Es müsste eine blaue Axt sein. Also Lila, glaube ich nicht. Nee, Schneeblind. Schneeblind, so heißt die Axt. So, ich bin noch ziemlich optimistisch, dass wir jetzt auf den Feldern vor Athen vielleicht noch einen Kriegsherrn begegnen, der uns vielleicht irgendwas noch schenken möchte. Schneeblind. Yeah. Alter, Schneeblind. Habt ihr gehört, ey? Schneeblind. Ey, wie oft finden wir denn hier diesen scheiß Blitz noch eins, ey? So. Da haben wir nochmal Achilles seine Tapferkeit vollständig. Und hier Giftschaden erhöht. So, so, so. Für die Leute, die es interessiert, was Schneeblind so kann. Muss ich gleich mal vorlesen. Schneeblind bringt sage und schreibe 95 bis 104 Schaden. Dann hat es eine Geschwindigkeit, die normal ist. So, plus 28% Kälteschaden. 10 Wahrscheinlichkeit für eins der folgenden. Entweder 3 Sekunden Einfrieren oder 6 Sekunden Verwirrung. 20 bis 26 Kälteschaden, 29 langsameres Laufen für 3 Sekunden, 33 Kälte, Widerstand und 58 Reduktion der Frostdauer. Okay, das mit der Reduktion, das finde ich natürlich cool, aber den Rest, das ist ja so nice to know, dass es sowas gibt. So, hier hatten wir nochmal Hikates Sichel, das können wir gleich nochmal zusammenschustern. So, okay, und dann wären wir hier eigentlich auf diesem. Ah, was denn hier los? So, dann wären wir hier erstmal fertig. In den Gräbern, also die Gebeine, die sind jetzt so ruhig. Die haben wir jetzt zum Ruhen gebettet. Zum Ruhen gebracht. Ey, da hängt doch einer am Zaun drin hier. Wallglitcher, ich wusste es, ey. Diese Elendigen.
hätte mich Longshot nennen sollen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich fand den Namen jetzt cool. Ist auf alle Fälle ein cooler Name. So heißt mein nächster Bogenschützen-Charakter. Longshot. Ey, du da! Komm doch her! La 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 la. Ihr schuldet mir immer noch Apollons Bogen. Oder halt einen anderen, der ziemlich die Geschossgeschwindigkeit erhöht. So. Also ich hab's euch nochmal gesagt hier, Freunde. Ihr Satyren und so. Und Skelette aus Griechenland, Ägypten. Ihr schuldet mir noch den Bogen und bis Orient habt ihr Zeit. Bis Orient, Orient Vuaso. Berg Vuaso, ja. Also bis dahin habt ihr Zeit. Wenn es bis dahin nicht ist, dann kriegt er hier noch meinen Arsch voll, ja. Also so richtig. So. Dann versuche ich euch nochmal hier richtig einen Hosenboden. Oi, da kamen sie jetzt hier wieder mit ihrer Giftscheiße Elementarmistdrecks an. So, das ist aber nicht so frech, Freunde, nicht so frech hier. Zum Kikifax braucht er hier gar nicht ankommen. Da habt ihr gar keine Möglichkeiten. Oh, jetzt hier. Bestien ziehen in den Krieg, aber... Nein! Alter, so viel Leichen, wie hier rumliegen, ja? Also, dass da niemand irgendwas Besonderes dabei hat, das ist ja echt unglaublich. Da, hier so. Bloß weil der größer ist, kann er da drüber schießen. Das ist ja frech. Das ist ja richtig frech. Ich fühle mich diskriminiert. So, kleinere Personen werden hier echt diskriminiert. So eine Sauerei, aber echt. So. Dafür werden jetzt hier Köpfe rollen. Der Schnäbel gestutzt. So. Okay. Jetzt gehen wir hier noch nach links, da nach oben in diese Häusergasse. Komm schon, komm schon. Hau sie um! Hau sie um hier! Ach ja. Oh, zack, 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 zack. Bam! Geht doch. Athens Schlachtfeld. Die Felder sind getränkt mit Blut. Der angreifenden Herr. Der angreifenden Herren von Monstern. Viele Feldherren sind hier schon gestorben. Und viele junge Burschen haben ja auch schon ihr jähes Ende gefunden. Doch wir rächen all jene, die für Griechenland hier in die Schlacht gezogen sind. Nicht nur hier, sondern schon in ganz Griechenland. Oh ja. Bitte. So. Wie sie alle nur so zerplatzen. Aber finde ich auch gut, sonst wohnen hier so viel Gammelfleisch rumliegen.
Komm schon! Und! Na bitte. Und zack, zack, zack. Hier, komm. Haut sie um, lalala, dudidum. Okay, da haben wir noch einen göttlichen Gesundheitstrank. Na bitte. 73 Gesundheitstrank haben wir jetzt wieder auf Tasche. Ich versuche jetzt weiterhin die rechte Seite endlich mal zu erschließen. Dass wir jetzt hier wieder unsere Puzzle-Taktik machen können. Wenn dann die Kacke da, die grüne Kacke angeflogen kommt, da sollte man dann doch die Beine in die Hand nehmen und hier nicht den Helden mimen. Ach du Heilige, ja. Da habe ich mich so wohl gefühlt mit den ganzen Schweinen, ja. Nein! Nein! Alter! Was ist denn das für eine Scheiße gewesen hier? Dieses Kriegshorn. Mir nicht heute. Und das meine ich zum Beispiel, ja? Sowas meine ich, da kommt irgendeine verfluchte Scheiß-Kack-Kreatur daher, ja? Pustet einfach mal in die Trillerpfeife und auf einmal ist man da erstmal eine halbe Stunde gestunt. Ja, und die ganzen verfluchten Dreckskreaturen namens Bogenschützen schießen die ganze Zeit auf einen ein. Ja, aber da hatte ich jetzt gerade richtig Glück, dass wir nicht draufgegangen sind, ja? Aber normalerweise läuft das nicht so, so glücklich ab. Sondern man stirbt dann einfach immer nur einen Höllentod, wo man dann immer am liebsten irgendwas durch. Am liebsten seine Maus durch den Bildschirm werfen wollen würde, ja. Voller Wut. Ach ja. Aber war ja easy, haben wir ja hingekriegt. Das war ziemlich einfach. Okay. So viele Kreaturen dürften eigentlich jetzt hier gar nicht mehr rumschlummern. Nö, 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 nö. Nö, hier auch nicht. Okay, hier oben vielleicht noch was? Nee, auch erstmal nicht. Auch erstmal nicht. Okay, hier, das hätten wir auch, das Feld. Okay, jo, dann würde ich doch mal sagen, dass wir dann in Athen wirklich erstmal die Segel streichen. Alter, das riecht nach so einer Herzensangelegenheit hier gerade eben wieder. Easy. So. Tja, komm. Ah, da habe ich den Hauptmann gleich mal umgenockt gehabt, bevor er da wirklich um die Ecke ziehen konnte mit seinem Scheiß. Mit seinem Scheißkörper, Pferdekörper, ja. Ach, meine Güte, ey. Was man da für einen Hass entwickelt gegen solche Kreaturen. Das ist echt unglaublich. Und down. Doppeldown. Doppeldown. Die sind doppeldown gegangen. Doppeldown. So, da haben wir den Hauptmann der Hauptmänner. Stirb. So. So ein paar Heldenkreaturen fände ich noch cool. So kurz vor Ende.
Weil die bringen ja manchmal auch noch so ein bisschen was Cooles dabei mit sich, ja, so. Keine Ahnung, mal einen doofen Spruch oder so. Wieder auf Pergament gebracht. Ach ja. Halt, Moment. Hä? Ach so, mir hat nur die Paste gefehlt. Ach so, ich habe gerade mich gefragt, was fehlt denn für ein Buff? Ich habe doch sonst immer drei drinne, aber ja, logisch. So. Gut, hier um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Stopp! Bounce. Und down. Na bitte. Ja, dann gehen wir hier gleich nochmal nach links. Gucken hier nochmal. Ne, hier ist alles in Ordnung. Aber jetzt müssen wir nochmal hier nach oben. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Gleich. Gleich müssten wir an den Toren von Athen kratzen mit unserer Hand und sagen, lasst uns rein. Wir haben den Weg geschafft. Wir sind bloß 13 Mal gestorben, als wir gegen die Hydra gekämpft haben. Aber wir haben es dennoch geschafft. Ne, 13 Mal haben wir noch Möglichkeiten zu sterben, bevor ich mich dann voller Scham irgendwo in den Keller hinhocke und heule, ja. So. Okay, hier wären wir jetzt beim Brunnen und wir kommen noch nicht durch die Tore durch, erst wenn wir mit Leonidas gesprochen haben. Nun, was ist alles passiert, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe? Ich bin sicher, deine Geschichten sind mindestens so lang wie meine. Das glaube ich nicht. Ah, du schon wieder. Immer noch am Leben. Ich bin selbst froh, hier zu sein. Ich hatte gedacht, wir Spartaner könnten diesen Albtraum selbst beenden. Ich war ein Narr. Des Stolzes wegen haben wir Hilfe von unseren griechischen Brüdern abgelehnt. Und Sparta hat durch die Monster große Verluste hinnehmen müssen. Ein Soldat kennt nur den Angriff. Aber ich muss mehr sein als ein Soldat. Ich muss ein Krieger sein. Oder Papa, und lernen, meinen Stolz zu zügeln. Es ist klar geworden, dass die Spartaner sich mit allen Griechen vereinen müssen, wenn wir eine Chance gegen diese Monster haben wollen. Die Prophezeiung des Orakels sagt mir gar nichts, aber deine Taten auf dem Parnass wären eines Heldenliedes wert. Dieser Telkine, von dem du sprichst, muss der Anführer der Horde sein, die uns angegriffen hat. Auf dem Höhepunkt der Schlacht ist er verschwunden. Dadurch konnten wir die Monster zurücktreiben. Ich habe Berichte von Scharmützeln innerhalb der Stadtmauern gehört. Ich kann aber keinen Läufer entbehren. Würdest du nach dem Rechten sehen? Nein! Was ist denn da jetzt? Weg hier. Haha! Juhu! Super. Ja. Gehen wir doch gleich nochmal rin, ja? Und gucken uns die Scharmützel innerhalb der Stadtmauer nochmal kurz an. Bevor wir hier dann sagen, Sayonara, bis morgen und so weiter und so fort. So, erst einmal gucken wir uns hier die ganze schöne Stadt an. Hier gibt es nichts Großes zu sehen, Großes zu labern. Aber ich hoffe, hier werden wir nochmal einen finden, der uns sagt, oh Muse, so schenket mir einen kurzen Moment. Und gehorch. Gehorch, ja, Gehör, meine ich natürlich, gehorch. Ja, Diogenes Weinschlauch, da hätte man
Und hier haben wir die Schildkröte. Die Schildkröte, die uns überall mal wieder begleitet. Ja, also das ist so ein Running Gag. Der ist eigentlich immer hier überall ein bisschen so enthalten. Oder das ist halt zumindest die Handschrift eines Programmierers, möchte ich mal so behaupten. Denn diese Schildkröte erlaubt es auch nämlich dann in diesen versteckten Raum in Rhodos zu gehen. Diese hier? Diese Schildkröte? Der Herr der Fürsten, der Herr der Fürsten. Aufgabengegenstand. Das Beste an der menschlichen Natur zeigt sich, wenn man sich gegen einen gemeinsamen Feind verbündet. Hast du das bemerkt? Aufgrund der Monsterplage helfen alte Rivalen, sich gegenseitig zu schützen. Ohne die Plage sähe es hier ganz anders aus. Das stimmt, dann würden jetzt hier keine Spartaner rumrennen. Was ich gerne wissen würde, ist, warum Sie hierher nach Athen gekommen sind. Ist es unser Reichtum? Nee. Weil das sonst ein bisschen zu kurz wäre hier. Storymäßig. Wenn man nicht noch Athen befreien müsste. Weil das unter anderem auch für die meisten Leute wahrscheinlich, wenn sie gefragt werden, nennen Sie mir eine Stadt in Griechenland, dann wird es automatisch Athen sein. Würde ich auch sagen. Wenn ich gefragt werden würde, nennen Sie mal mir eine Stadt in Griechenland, Athen. Da wären wir jetzt wieder. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie eine Stadt in Griechenland. Und dann würden, ich glaube, 73% mindestens sagen Athen. Und andere würden dann sagen, hier, keine Ahnung, Rakotis, ja, das ist eher Ägypten. Aber Delphi und sowas, das wird dann eher später kommen. Weil ich glaube, Delphi liegt unter anderem. Liegt das nicht jetzt sogar in Indien? Aber nee, achso, das ist Delhi. Tut mir leid. Neu-Delhi. Nicht Delphi. So, also hier haben wir ja schon mal diese kleine Scharmützel kaputtgeschlagen. Und da hinten kommen wir nicht weiter. O Muse, ich singe jetzt von einer Bergnymphe namens Maya. Wie sie mit Zeus einen Sohn namens Hermes zeugte. So wurde geboren der schnellste Gott. Flink auf den Füßen und mit geflügelten Sandalen. Patron der Reisenden und Grenzen, der Schäfer und Diebe. Hermes, der die Toten zu Hades bringt und der oft den Helden bei ihren Aufgaben half. Als Maya ihn gebar, in einer Höhle im Berg Zylene, nahm sie das Kind in die Arme und versank schnell im Schlaf. Das Kind Hermes sah, dass sie schlief, kroch aus ihren Armen und lief dann nach Thessalien. Er fand die Weide, auf der Apollons heiliges Vieh graste, welches nur Apollon selbst anrühren durfte. Hermes stahl ein paar Kühe und versteckte sie gut. Er schlachtete eine und nahm ihre Innereien heraus. Und mit einem leeren Schildkrötenpanzer schuf er die erste Leier. Der flinkfüßige Gott lief dann zurück nach Hause und wickelte sich wieder in die Arme der Mutter. Doch Apollon erschien und behauptete wütend, dass Hermes sein Vieh gestohlen hätte. In diesem Moment nahm das Kind die Leier und begann zu spielen. Der süße Klang der Leier bezauberte Apollon, den Gott der Musik, und sein Zorn legte sich. Er sah die Leier und seine Gier danach war so groß, dass er dem jungen Hermes anbot, er könne sein Vieh hüten, im Austausch gegen das Instrument. Und so kam Hermes' erste, aber nicht letzte Untat zu keinem schlimmen Ende. Super! Und so haben wir jetzt auch gelernt, wie die Leier entstanden ist. Ja, also Hermes hat die Leier erfunden. Ja, also solltet ihr mal gefragt werden, wer hat es erfunden, dann könnt ihr sagen Hermes. Nicht der Paketdienst, sondern, ja, sondern hier der Gott. Kyros dreht fast durch vor Panik. Aber was er sagt, scheint wahr zu sein. Dunkle Magie hat Bestien auf der Akropolis beschworen. Wir kämpfen. Ich bitte dich, bitte hilf uns. Unser Anführer wird in den Katakomben unter der Akropolis von Monstern belagert. Wenn er stirbt, dann wird den Rest der Welt vielleicht das gleiche Schicksal ereilen. Nein! Bitte, geh unter den Parthenon und rette ihn. Schnell! Die Katakomben! Bitte, sie sind hinter ihm her! Ja, okay, werden wir auf jeden Fall machen, aber erst morgen, Freunde, das werde ich euch versprechen. Und dann hier unser Portal, jetzt sind wir vorletztes
Genau, wir sind jetzt im vorletzten Gebiet und dann würden wir nämlich hier morgen sobald ich alles verkauft habe, Knossos gehen. Zu einer Insel, auf der es keine Monster gibt. Melos oder Ikaria. Mhm. So. Okay. Oh, hier, sieben. Ich guck bloß mal eben, ob wir hier vielleicht irgendwas Geiles haben. Irgendwas, was Grünes. Aber haben wir natürlich hier nicht. Okay, die bieten jetzt hier mittlerweile auch ein paar grüne Sachen an, aber das ist halt so ein Firlefanz. Möge Athene über uns alle wach. Sei gegrüßt. Genau, der hat es jetzt mal auf den Punkt gebracht. Ich habe die besten Waren in ganz Athen. Du wirst keine besseren finden. Moment. Ach, passt schon. Passt schon. Möge Athene dich beschützen. Nicht nur dich, sondern, nicht nur mich, sondern auch dich. Okay, gut, die Freunde. Da würde ich jetzt mal sagen... Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und somit dann bis morgen. Also ich hatte es ja gesagt, morgen Knossos und dann so weiter und so fort. Genau, und dann werden wir wahrscheinlich uns in Griechenland wiederfinden am Ende der morgigen Aufnahmesession. Also ciao, ciao, Freunde, euer Metas.